Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Auenbach. Wie ihr hier seht oder wie ihr gestern ja auch schon auf dem Thumbnail gesehen habt von dem Video gestern. Das Silo ist abgedeckt, das Silo ist fertig, die Sandsäcke liegen drauf. Finde ich sehr, sehr schön, also die Sandsäcke funktionieren genauso geil wie die Reifen bei dem anderen Silo. Dementsprechend könnt ihr auch sehen, ich habe die Zeit nicht vorgespult, ja, Moment. 12% gegärt mittlerweile. Das läuft. Und das andere Silo ist eigentlich schon fertig. Weil irgendwie sollen sich die Reifen ja und 97%. Die Reifen und Sandsäcke sollen sich irgendwie die Position merken. Müssten wir mal schauen, wie das genau vonstatten geht. Ob die sich die Position auf dem Silo merken, wäre eher Quatsch, weil wenn das Silo mal voller ist, die merken sich wahrscheinlich die Position, wo sie vorher lagen. Das wäre schlecht. Weil da liegen sie uns nämlich nachher im Weg, aber das ist egal, die können wir ja zur Seite legen. Machen wir halt einen neuen Haufen, wo sie hinkommen. Und dann passt das. So, wir müssen auf jeden Fall Futter für die Tiere uns noch besorgen. Also was heißt besorgen? Natürlich mal wieder überwiegend um die Kühe kümmern, wenn ich es richtig gesehen habe, ne? Moment mal eben. Die Kühe sind fast komplett schmutzig und brauchen Kraftfutter, genauso wie die Schweine so langsam CCM brauchen. Aber das kommt ja, das ist ja in Arbeit. Von daher passt das. Also wir werden jetzt erstmal die Sojabohnen verkaufen, denn wir brauchen noch ein bisschen Kohle. Ganz schön niedrig, die Sonnenblumen. Habe ich gerade Sojabohnen gesagt? Wahrscheinlich. Aber die werden wir auch verkaufen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt ran. Wir müssen jetzt einmal abtanken. Wir haben ja auch nichts mehr im Lager. Also wir können ja noch nicht mal irgendwie aus dem Lager nachziehen oder sowas. Dementsprechend werden wir jetzt mal Sonnenblumen abtanken. Der Drescher ist nämlich fertig. Mich ja wieder, ne? Stell den Drescher daneben, anstatt das Schneidwerk schon mal raufzupacken, weil er gleich für die Sojabohnen das andere Schneidwerk braucht. Das ist ein Vogel, ist das da. So, dann machen wir eben ganz kurz, die lassen wir mal laufen. Wir müssen nämlich hier rüber, wir müssen hier abtanken. Motor starten. Und abtanken. Da ist nicht viel, was da jetzt reingeht. Aber gut, sei es drum. Aber in der Zeit, wo er hier gerade überlädt. Andere Sache von mir. Auf unserem Kanal, seit heute Nachmittag 15 Uhr, ist ein neues Videoprojekt draußen, nämlich Minecraft. Oder Minecraft. Minecraft Sky Factory 3 ist von mir mal gemacht. Ja, ich habe auch mal Minecraft gespielt. Ich spiele auch mal Minecraft, ne? Schaut euch das Video gerne mal an. Lasst da gerne mal einen Daumen nach oben da. Hype das auch so ein bisschen, wie ihr die LS-Videos hypt. Und ich habe da in dem Video auch schon gesagt, und ich sage es gerne hier nochmal, ihr braucht nicht drunter schreiben, mach mehr LS. Die LS-Videos sind nach wie vor der Hauptteil bei mir. Die kommen auch nach wie vor immer als erstes auf dem Kanal. Also wenn es hart auf hart kommt und ich mal etwas nicht bearbeiten kann, dann lasse ich eher das Minecraft-Video ausfallen als das LS-Video, das wisst ihr. Und von daher braucht ihr da nicht drunter schreiben, mach mehr LS. Das ist Quatsch. Mache ich sowieso. Aber es wäre geil, wenn ihr das auch genauso hypen würdet, wie ihr hier die LS-Videos hypt. Weil ich investiere da auch Zeit für, mir macht das Spaß und ich möchte auch, oder ihr wisst ja, auf dem Kanal gibt es nicht nur LS. Ne, wir sind immerhin zu zweit, das wird ja jetzt auch nächsten Monat noch ein paar Spiele geben. Resident Evil gibt es ja jetzt auch. Von daher macht es durchaus Sinn, sage ich jetzt mal, dass es da auch mal was anderes gibt. Und wäre geil, wenn ihr uns da genauso, oder ihr mich genauso dabei unterstützt, wie ihr hier mich bei LS unterstützt. Und genauso, wie ihr die Resident Evil Videos guckt und den Larus dabei unterstützt, mein Kanalpartner. Damit wir beide weiterhin Spaß dran haben, für euch die Videos zu machen, zu produzieren. Na, es ist immerhin, es ist ja nicht so, dass das nur mit dem Video gemacht ist, ne? Ich meine, man muss sich jedes Mal darüber Gedanken machen, was man da jetzt genau macht, wie man es macht. Und von daher wäre geil, wenn ihr quasi durch den Like bei den Videos zeigen könntet, dass ihr das unterstützt, was wir da machen. Das wäre ganz geil von euch. So, jetzt aber genug gequatscht über den Kanal. Wollen wir hier mal zackig
Den Anhänger. Oh, Keil drunter lassen wir mal stehen. Dann müssen wir eben die Schneidwerke wechseln. Hat gar kein Keil drunter gemacht. Das wäre jetzt aber schlecht, ne? Echt kein Keil drunter? Kann man sich nicht vorstellen. Hat er keine Keile dabei? Das ist aber ein blöder Anhänger. Naja. Mit Glück bleibt er da stehen, mit Pech ist er gleich da unten. Nicht so wie der Schneidwerksanhänger hier, der hat wenigstens vernünftige Keile. Der kann nicht weg. Also doch, kann er schon, aber in der Regel wird er das nicht tun. Oh, warte mal eben. Micha! Was ist hier los? Gib Gas. Ach, nee, wieder hier. Michas Freundin. Ja, ich war sein, hier einfach Pause machen, ne? So aber auch nicht gewettet. Kriegt ihr mein Geld dafür? So. Maisgebiss hier wegbringen. Ja, schade, dass der Lelly im Kuhstall nicht funktioniert. Das wäre echt nice gewesen. Quasi so einen kleinen Automatismus hier reinbringen. Aber leider möchte er das nicht. Naja, gut. Sei es drum. Bisschen was müssen wir auch noch selber tun, ne? Wir können ja nicht so faul sein und alles von Maschinen machen lassen. Doch, eigentlich schon. So. Gerhard. Vorsichtig. Er regt sich auch kein Millimeter, ne? Ah, Maja, das geht ja so nicht da. Hör mal, du kannst dich mal ruhig bewegen, ne? Wenn ich hier schon lang fahre und ich fass über den Haufen mähe. Ach, jetzt läufst du. Da sind mir die richtigen da. Mann, da. Komm du mir nachher nach Hause, da. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Steht da stumpf im Weg rum. Ich meine, hinterher sagt er wieder, wieso? Ich stand doch hier als erstes. Du bist doch an mir vorbeigeheizt. Ja, da. Unglaublich sowas. So, wir werden Feld 7, ich habe es mir jetzt überlegt, also hier nebenan, wir werden da wieder Mais draufklöppeln. Und werden das Mais hinterher definitiv häckseln. Aber bevor ihr jetzt sagt, ja, häckseln, gut, geil, großen Häcksler. Nein. Kann ich ja gleich mal den Wind aus dem Segel nehmen. Für einen großen Häcksler haben wir A, nicht das Geld. B, möchte ich mir den nicht mieten, weil der schweineteuer ist. Und C, gibt es dafür eine recht gute Alternative. Natürlich der Standardteil. Ihr wisst, was ich meine. Mein Gott, brauchen wir nicht drum rumreden. Wenn ich keinen Häcksler kaufe, wisst ihr genau, was wir nehmen, um zu häckseln. Und von daher. Denn. Zeig das mal eben kurz. Wir haben ja hier noch dieses Durchfahrsilo. Ich habe da gestern schon mal einen Schnitt Rasen reingemacht. Ich habe das auch gleich schon verdichtet, dass wir nicht das Problem haben. Verdichtet? Ja. Dass wir nicht das Problem haben wie auf dem Hofsilo. Ich werde dieses Silo jetzt einfach mal noch ein bisschen, ne, Mais häckseln und vielleicht noch einen Rasenschnitt. Machen wir das ganze Ding hier voll. Dann machen wir das zu und dann haben wir hier hinten noch einen schönen Haufen mit Silage produziert. Als Ersatz. So können wir dann das Silo, was wir da bei der Hof-BGA haben, dafür nutzen, wofür es auch eigentlich da ist. Nämlich, dass es die Silage für die BGA produziert. Wir also noch ein bisschen Kohle kriegen, denn uns fehlen ja noch ein paar Maschinen. Unter anderem wollen wir ja, irgendwann mal werden wir uns auch mal einen Häcksler kaufen. Wir werden ja auch mal ein bisschen mehr Feldarbeit haben, ne? Also Häckselarbeit. Wir wollen auch noch ein paar Felder zusammenpflügen hier. Also von daher ist da noch alles drin. So.
Der ist auch am Arbeiten. Dieses Chopped Straw, ne? Das ist so genial. Wir sparen uns echt einmal Dünger fahren. Ich meine, das Blöde ist natürlich, bleibt ein bisschen Mist noch da, ne? Wenn wir jetzt Mais sehen, obwohl hier werden wir wieder mit der Rapid sehen müssen. Auf den beiden müssen. Hm? Hier dürfen wir mit der Rapid sehen. Das heißt, wir können hinterher nochmal schön Gülle drauf fahren. Und bevor wir das nächste Mal flügen, knallen wir da einfach noch ein bisschen Mist drauf. Oder den Mist verkaufen wir. Der bringt ja auch nochmal Kohle. Aber von daher ist auch alles super. So. Sonnenblumen kaufen wir hier gleich mal. Zack, zack, zack. Komm. Stückchen noch. Zack. Sehr schön. Er hat doch eigentlich... Wieso hat der Anhänger keine Keile? Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Egal. Whatever. Einen zweiten Anhänger wollten wir uns auch noch zulegen. Dann werden wir uns so einen kleinen Häckselanhänger zulegen. Ich weiß schon, welchen Häckselanhänger... Also, ich möchte einen bestimmten Häckselanhänger haben, der meiner Meinung nach auf diese Größe der Karte passt. Zeige ich euch, wenn das mit der Kohle soweit hinkommt. Ich hoffe, wir lassen die drei Felder auch erstmal noch im Besitz der anderen. Die bringen uns immerhin Kohle durch die Feldmission. Feldmission, Silage. Zur allerletzten Not gehen wir auch mal bei, machen Parkschnitzel oder sowas. Also ein bisschen Forst. Nur das kostet halt, ist halt immer mit Geld verbunden, weil wir die ganzen Maschinen da leihen müssen. Ah ne, andere einfach, das ist Ausfahrt. Terra auch, neue Ladung. Jo, warte, ich bleib stehen. Jo. Alles klar. Ja, ich weiß Bescheid, hinten abladen. Jo. Hier können wir ja auch Mist verkaufen, hier auf der BGA. Beim Depot hier, das ist ja ganz geil. Mist, Hackschnitzel, können wir alles hier verkaufen. Ich hoffe, ich spekuliere ja auf eine große Nachfrage. Das ist das eine Mal, da war ja große Nachfrage Holz. Da lohnt sich das auch, die Maschinen zu mieten. Und Holz, also wenn ihr jetzt ankommt mit wann, ja, macht doch Holz. Wenn eine große Nachfrage für Hackschnitzel oder für Holz an sich kommt, nehme ich die sofort wahr. Also das ist überhaupt keine Frage. Nur jetzt im Moment halt, macht das gerade wenig Sinn. Weil es uns halt kaum was bringt, ne? Ups. Ein paar Blinker ausmachen hier, ne? So. Ich hätte zuerst überlegt, wir können auch ein bisschen talken, wie die Zukunft so aussieht. Ich hätte zuerst überlegt, hier, das Häckseln quasi über Curseplay zu machen. Sprich, ich fahre den Häcksler und ein Abfahrer macht mir quasi das Silo und alles voll. War so zuerst mein Gedanke, aber auf der anderen Seite gesehen, wenn man sich hier das Silo anguckt, ich habe diesmal versucht, deutlich besser zu fahren als beim letzten Mal. Hat auch soweit funktioniert, ich musste hier ein bisschen shippen. Alles kein Thema, damit das hier auch im Silo drin bleibt. Ist ja auch richtig soweit. Ja, es fällt hier nicht durch die Wände durch. Nee. Und ihr seht aber trotzdem, ich habe einen kleinen Haufen gemacht. Ich möchte nicht mit diesem blöden Schiebeschild arbeiten. Es ist nicht... Ich habe das genauso wenig drauf wie Drehschemel fahren. Von daher werde ich hier weiterhin reinkippen. Ich fahre hier mal durch. Ja, er hat ja auch... Teilweise hat er hier auch einen Haufen gemacht gehabt, aber egal. Und von daher möchte ich hier ungern mit dem Curseplay rüberheizen. Außerdem ist die Map für Curseplay auch zu klein. Ja, ich weiß, für euch wäre es natürlich sinnvoll, das mitzuzeigen. Gar keine Frage. Aber was macht sie da? Weißt du was, wir fahren das selber. Los, raus da. Raus. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Heizt er da voll im Bestand. So.
Naja, für Curseplay, wie gesagt, da ist die Map einfach ein bisschen zu klein. Das macht einfach keinen Sinn. Von daher habe ich gesagt, machen wir das dann lieber nicht. Da gibt sich bestimmt nochmal an anderer Stelle die Gelegenheit. Und dann schauen wir da mal. Das können wir auch zumachen hier so. Ah, auch noch nicht gesehen, dass der hier mit dem Dasher in den Bestand fährt. Das hat er doch sonst auch nicht gemacht. Na, egal. Müssen wir halt den Rest von dem Schützenfest hier alleine dreschen. Na, hier seht ihr, dass ich die Wiese gestern gemäht habe. Schon alleine hier auch wegen der Erntearbeit auf dem Feld. Aber ich sehe gerade, wir sind viel zu weit vom Feld weggefahren mit dem. Oder wir sind nicht nah genug rangefahren. Ja, natürlich auch ein bisschen doof. So, na gut, nützt nichts. Bleibt halt ein bisschen was übrig. So, wir werden uns in der nächsten Folge auf jeden Fall die Sojabohnen hier verkaufen. Dann werden wir auf jeden Fall uns um die Kühe kümmern. Sprich Kraftfutter, Sauberkeit. Vielleicht ist dann ja auch schon unser Silageberg soweit fertig, dass wir anfangen können, den zu verkaufen. Das wäre natürlich auch richtig genial. Ah, ich weiß, warum er hier so früh gewendet hat. Der Zaun. Guck mal, Bunkersilo ist fermentiert. Wo wir gerade davon gesprochen haben. Das heißt, wir können in der nächsten Folge tatsächlich anfangen, die Silage zu verkaufen. Das ist natürlich richtig nice. Wobei ich glaube, die bringt aktuell kaum was, ne? Silage, warte mal. Hof BGA. Ja, 313 die Tonne. Naja, gibt Schlimmeres. Außerdem Kohle ist Kohle. Na, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir brauchen so ungefähr noch 100.000. Für den Rest an Fahrzeugen. Weil dann verschieben wir das mit der Kuhproduktion beim nächsten Mal. Wir wollten ja noch, da machen wir nämlich erstmal die Silage. Wir wollten ja für die Kühe, wollten wir ja eigentlich für den Stall langsam mal den anderen, den kleinen Kramer haben. Machen wir nämlich eher das. Silage verkaufen, dass wir vielleicht Richtung Kramer kommen. Ne, wir verkaufen ja hier auch noch eine Krone im Sonderangebot. Mensch. da gucken wir aber nochmal eben rein, ne? Ja, Krone hier im Sonderangebot ist. Was haben die denn im Sonderangebot? Krone? Krone, Sonderangebot. Oh, guck mal hier, 15% auf dem Big X. Ja, fast schon ein Schnäppchen, wa? Ja, guck mal hier. Ja, eine schöne Quaderballenpresse, eine neue. Schön Krone-Design. Ja. Ist manchmal gar nicht so schlecht, mal bei den Sonderangeboten vorbeizugucken. Wobei 15% ist ja jetzt auch nicht so viel, ne? Huch, war weiter. So. Ah, egal. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein. Ich verquatsche mich schon wieder. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch, ein Abo und einen Kommentar da lasst. Wie gesagt, schaut euch die anderen Videos an. Hypt das Minecraft-Video genauso, wie ihr hier LS hypt. Schaut beim nächsten Mal gerne wieder rein. Bleibt dem Kanal treu. Und dann wünsche ich euch einen schönen Abend, schöne Nacht, schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und sag, bis zum nächsten Mal.